herzlich willkommen zum ersten Talk heute Morgen. Erfolgreiche Zusammenarbeit von Linux-Distributionen. Ich bin Sarah Julia Kriesch und ich habe zusammen mit anderen Linux-Distributionen als OpenSUSE-Member die Linux Distribution Working Group beim Open Mainframe Project gegründet, was sich dann auch als Erfolg erstellt hat. Und ja, deshalb habe ich auch meine OpenSUSE-E-Mail-Adresse hiermit reingebracht, genauso mein Nickname im Libera-Chat von OpenSUSE. Bei OpenSUSE heiße ich Ada Lovelace, klingt vielleicht auch ein bisschen lustig. Und weil ich auch alle Linux-Distributionen über das Open Mainframe Project vertrete, habe ich auch mal den Tux und den Giko als Freunde mitgebracht, als Zeichen, dass wir auch wirklich zusammenarbeiten und ich nicht nur OpenSUSE repräsentiere. Als Agenda habe ich mitgebracht erstmal eine kleine Einführung über mich. Dann, wer kennt hier überhaupt das Mainframe oder weiß, was das Mainframe ist? Eine Person habe ich schon gedacht. Deshalb gibt es auch eine kleine Einführung, was überhaupt das Mainframe ist. Dann das Open Mainframe Project. Wo ist das angesiedelt? Was macht es überhaupt? Dann die Linux Distribution Working Group als Teil des Open Mainframe Projects. Und hinterher und kommen wir zu unseren Zielen für alle Linux-Distributionen und Upstream-Projekte. Was wollen wir gemeinsam erreichen? Dann kommen wir zu einem schönen, zu einer schönen Initiative einer Linux-Distribution, dass sie bei automatischen Tests mit aufgesprungen ist und was wir da gemeinsam vorantreiben, wo wir dann auch Richtung Unterstützung in der Entwicklung architekturspezifisch für S390X dann in die Richtung kommen und was IBM anbietet, die Linux One Open Source Software Community Cloud, damit jeder auch auf einem Mainframe entwickeln kann. Erstmal mich. Ich bin Sarah Julia Kriesch. Ich arbeite bei Accenture als Lead IT/OT Software Engineer mit 60%. Ich habe meinen Bachelor Informatik an der TH Nürnberg absolviert und bin parallel zu meinem Job gerade auch noch Teilzeit-Masterstudent in der Informatik an der FAU. Seit gut 12 Jahren bin ich auch OpenSUSE-Contributor, war 2 Jahre im OpenSUSE-Board, bin jetzt Mitglied des Release Engineering Teams, wo ich für S390X komplett verantwortlich bin und auch vom Board das Privileg bekommen habe, alle Entscheidungen für S390X treffen und umzusetzen in Kooperation mit unseren Partnern IBM und SUSE. Parallel dazu bin ich auch der Teamlead für unser OpenSUSE C-Systems Team. Das ist das Team, das für unseren S390X-Port zuständig ist. Und ja, beim Open Mainframe Project bin ich die Gründerin der Linux Distribution Working Group. Was ist ein Mainframe? Hier haben wir ein schönes Bild vom letzten Jahr, wo auch ein kleines Mainframe released wurde. Mainframes sind große High-Performance-Computing-Systeme. Seit letztem Jahr gibt es auch ein schönes kleines, wo ich dann auch auf der OpenSUSE-Konferenz einen Vortrag dann über das Mainframe für Edge-Computing beispielsweise gehalten habe, just for fun. Aber eigentlich hat es auch die Bezeichnung Big Endian Systems. x86 ist beispielsweise Little Endian und Big Endian ist die andere Architekturseite, wo auch S390X dazu gehört. Und Mainframes werden hauptsächlich für viele Transaktionen verwendet, halt Zahlungsverkehr und ähnliches. Und deshalb sind hauptsächlich Banken und Versicherungen Kunden hier bei IBM, aber auch Luftfahrtgesellschaften und ähnliches. Und tausende von VMs können auf so einem System laufen. Das Open Mainframe Project wurde 2015 von der Linux Foundation gegründet und hat den Schwerpunkt auf Deployments und die Verwendung von Linux und Open Source in einer Mainframe-Umgebung. Kleiner Hinweis, die meisten Projekte, die
das Open Mainframe Project umsetzt, sind sehr ZOS-spezifisch. ZOS ist das Betriebssystem von IBM für das Mainframe, das als erstes entwickelt wurde. Und hinterher wurde Linux auch auf das Mainframe portiert. Was ich sehr empfehlen kann, falls man sich mit dem Mainframe auseinandersetzen will, das Open Mainframe Project Education hat ein Gitbook herausgebracht, wo man alles Mögliche über die Mainframe-Technologie lernen kann, die Architektur, wie alles funktioniert. Hat man Interesse Richtung Mainframe auch an einem Mentorship zum Einstieg in die Open-Source-Welt mitzuwirken, gibt es das Open Mainframe Project Mentorship Program. Das ist ähnlich wie Google Summer of Code, nur halt dann auf das Open Mainframe Project spezialisiert. Und meine Partnerin Elisabeth hat das Software Discovery Tool mit ins Leben gerufen, womit man auch unter Linux sämtliche Open Source Pakete, die verfügbar sind fürs Mainframe, sich auflisten kann. Dementsprechend gibt es auch ein bisschen Linux-spezifische Tools heutzutage drin. Tessia ist fürs Deployment auf ZVM da. Sovi ist ein Plugin, um mit Entwicklungsumgebung sich direkt mit dem Mainframe zu connecten und dann darauf zu entwickeln. Dementsprechend für COBOL haben wir ein eigenes Programm und Language Syntax Highlighting für ZVM. ZVM ist eine IBM-entwickelte virtuelle Maschine, ähnlich wie KVM, nur dass da auch der Hypervisor direkt mit integriert ist und dementsprechend sehr viel Z-spezifisch, aber was jetzt von uns mit gegründet wurde, ist die Linux Distribution Working Group. Ich selbst bin auch ein bisschen in der Modernization Working Group dabei, weil Linux auch ein bisschen Modernisierung ist, sage ich einfach mal. Und die dritte Arbeitsgruppe, die es gibt, ist Richtung COBOL. Vor gut 2,5 Jahren beim IBM Z-Day, da gab es einen Vortrag vom Open Mainframe Project und ich habe dann mich mit Elisabeth von IBM zusammengeschlossen und gesagt, wir wollen eine Linux Distribution Working Group haben, dass wir uns gemeinsam unterstützen und nicht nur für eine einzige Linux-Distribution vielleicht später einmal Support ist. Wir wollen, dass auch alle Community-Distributionen supported werden auf dem Mainframe und stabil laufen. Und dann bin ich auf Fedora zugegangen, habe den Dan Horak dazu geholt. Elisabeth ist auf Debian zugegangen. Da haben wir dann Rajendra dazu geholt und dann haben wir beim Open Mainframe Project unser Kick-Off der Linux-Distributionen gehabt. Inzwischen sind wir gewachsen. Nachdem wir unseren Kick-Off hatten, habe ich ein bisschen Vorträge gehalten. SUSE ist unser Sponsor von Anfang an gewesen. Über Fedora haben wir Red Hat als Unterstützung dazu bekommen. Ubuntu hat sich dann auch angeschlossen und nach der vorletzten FOSDEM sind auch Alma Linux und Rocky Linux dazugekommen zu unserer Linux Distribution Working Group und haben ihre Ports nach der Veröffentlichung von CentOS Stream auch mit veröffentlicht für S390X. Hier ist ein bisschen mal anschaulich dargestellt, wie am Anfang die Struktur eigentlich der Zusammenarbeit war. Viele wissen, Enterprise-Distributionen, die arbeiten eher nicht offiziell zusammen oder repräsentieren sich nicht so. Aber auf Community-Ebene gibt es auch Cross-Community-Members, die überall beitragen. Viele sind speziell für ein Softwarepaket beispielsweise zuständig und sind dann in mehreren Linux-Distributionen aktiv. Bei OpenSUSE haben wir beispielsweise auch jemanden von Fedora im OpenSUSE-Board, aber wir gehen auch auf Konferenzen von Debian, verteilen unsere Software überall, unterstützen uns gegenseitig und daher gibt es auf Community-Ebene mit Upstream-Distributionen auch richtige Kooperationen. Viele wissen,
dass Fedora das Tochter-Open-Source-Projekt von Red Hat ist. Das heißt, Red Hat baut auf Fedora auf. Ähnlich OpenSUSE, dass SLES die identischen Pakete sogar wie OpenSUSE nutzt. Das heißt, hier haben wir auch eine enge Kooperation. Und Ubuntu baut auf Debian auf. Das war vor der Gründung auch der Grundgedanke der Z-Linux-Zusammenarbeit, dass wir auf Community-Ebene zusammenarbeiten wollen, uns gegenseitig dann unterstützen, nicht nur auf die Cross-Community-Members setzen und somit auch alle Linux-Distributionen dann am Ende unterstützen wollen. Die Struktur unserer Arbeitsgruppe: wir haben zwei Gründer. Elisabeth ist seit gut 20 Jahren bei Ubuntu aktiv und Ubuntu-Member. Ich bin OpenSUSE-Member und bei Accenture. Ich war gut ein Jahr bei IBM vorher, bin aber zu Accenture gegangen, um zu Open Source auf dem Mainframe beitragen zu können, beziehungsweise auch meine Wünsche für OpenSUSE umsetzen zu können. Und wir haben dann gesagt, wir brauchen für jede Linux-Distribution ein Representative, der die Linux-Distribution vertritt, um den Input zu bekommen, was muss verbessert werden. Und seit gut einem Jahr sind auch Upstream-Entwickler bei uns in den Meetings willkommen. Und ab und zu schauen auch die Enterprise-Distributionen vorbei, wenn sie Unterstützung brauchen. Unsere Ziele sind ein Platz zur Zusammenarbeit zwischen Linux-Distributionen über unsere Open Mainframe Project, Mailingliste, Wiki und Chat. Hauptsächlich kommunizieren wir über unsere Mailingliste und bei unseren Meetings. Das heißt, wir kriegen unseren Input, was läuft schief, was wurde verbessert, über die Mailingliste, besprechen dann alles. Und wir haben darüber auch die Möglichkeit, dass die Distributionen Hilfe und Unterstützung für ihren Port erhalten. Das heißt, wenn eine Linux-Distribution Probleme hat, sagt die andere, wir haben hier so eine Lösung, wie funktioniert dieser Patch bei euch eventuell auch? Und wir vergleichen alles. Außerdem bietet IBM uns auch die notwendige Infrastruktur zur Unterstützung der Ports über die Linux One Open Source Software Community Cloud. Das heißt, wenn Entwickler irgendwelche Hardware brauchen, bekommen sie diese auch. Und von meiner Seite aus, wie bei der Gründung, habe ich mir gewünscht, dass wir auch besseren Support von IBM zum Fixen von S390X spezifischen Bugs erhalten. Nämlich damals haben hauptsächlich die Enterprise-Distributionen Priorität gehabt. Und das hat sich inzwischen sehr zum Besseren gewandelt. Da kommen wir jetzt dann auch noch drauf. Wir arbeiten hauptsächlich über unsere Mailingliste. Wie ich schon gesagt habe, wir reproduzieren unsere Issues. Manchmal ist es möglich, da habe ich was Lustiges in den letzten Monaten gehabt. Da kam Richtung Virtualisierung von Fedora was rein und ich konnte es in OpenSUSE Tumbleweed, unserem Rolling Release, reproduzieren, aber nicht in unserem Stable Release, was ein halbes Jahr vorher veröffentlicht wurde. Natürlich gehört dann auch ein bisschen Troubleshooting dazu, aber so kann man auch ziemlich gut Abhängigkeiten erkennen und reproduzieren, speziell auch mit unserem Open Build Service, was öffentlich zugänglich ist, wo wir auch unterschiedliche Linux-Distributionen unterstützen und dann entsteht eine richtig schöne offene Diskussion auf unserer Mailingliste. IBM ist natürlich auch auf unserer Mailingliste mit dabei. Von dort wird auch meistens sehr schnell dann alles weitergeleitet. Wir bringen auch Verbesserungsideen an IBM und erstellen kollaborative kleine Projekte. Und wir haben monatliche Meetings mit Review unserer Ideen und unserer Issues. Das nächste Meeting ist nächste Woche Dienstag. Da haben wir uns einen Zeitpunkt ausgesucht, der für Deutschsprachige und Leute aus den USA passend ist. Ist natürlich nicht so einfach, aber ja, abends so um 16:30 Uhr geht es meistens für beide Seiten.
Dementsprechend, wenn jemand Interesse hat und Ideen hat, was verbessert werden muss oder sollte, kann er da auch dazu kommen. Hier sind so Beispielprojekte, die sehr einfach einzubinden sind von Upstream, weil IBM auch eigene Entwickler dort ansässig hat und integriert und dementsprechend auch die Projekte monitort. GCC und LLVM, das sind halt die Grundlagencompiler in Linux, die wir brauchen, genauso der Linux-Kernel und KVM. Aber wir haben gesagt, wir brauchen auch Feedback von mehr Upstream-Projekten und wollen die mehr involvieren, damit wir besseren Support bieten können. Hier habe ich in der Vergangenheit beispielsweise auch schon Feedback von Python-Entwicklern bekommen und die dann eingebunden. Wir haben auch jemanden inzwischen in unserer Linux Distribution Working Group, der überall ein bisschen unterwegs ist und auch Richtung High-Performance-Computing, was interessant zur Optimierung vom Mainframe eventuell sein könnte, uns Ideen einbringt und Feedback bietet, was wir integrieren sollten und enablen sollten. Dementsprechend, unser Ziel ist, nicht nur für Linux-Distributionen da zu sein, sondern auch Upstream-Projekte zu integrieren. Alma Linux ist die Linux-Distribution, die dann auch die Idee hatte, wie wäre es, wenn wir nicht nur uns aufs Enablement von Software fokussieren, sondern auch gemeinsam testen. OpenSUSE hat OpenQA als automatisches Testtool entwickelt. Das wurde zu dem Zeitpunkt auch schon von Slash, Fedora, Debian und Gentoo verwendet. Und dann hat Alma Linux gesagt, wir wollen gerne Red Hat KVM mit zu den Tests in OpenQA als öffentlicher zugänglichen Test mit hinzufügen. Wir wollen unsere Kooperation auch Richtung Tests verbessern. Wir haben das natürlich gerne aufgenommen, fanden das eine super Idee. Rocky Linux ist dann auch aufgesprungen und nutzt seitdem OpenQA. Und dementsprechend so auch gemeinsame Tests, damit wir auch automatisch gemeinsam releasen können. Hier ist eine Übersicht, wie OpenQA aussieht. Wenn alle Tests erfolgreich waren, ist es passt und es kann veröffentlicht werden. Unten sind ein paar fehlgeschlagene Tests, die dann gefixt wurden. So sieht es bei OpenSUSE Tumbleweed für S390X beispielsweise aus. Sucht man im Internet nach den anderen OpenQA-Instanzen, kann man einfach OpenSUSE.org durch FedoraProject.org beispielsweise ersetzen einfach die Alma Linux oder Rocky Linux oder Debian Domain hinten dran setzen an OpenQA und man kommt auf die unterschiedlichen OpenQA-Instanzen. Diese Folie habe ich eingebaut, weil in den vergangenen Jahren immer wieder mal so auf größeren Open-Source-Veranstaltungen gesagt wurde, es gibt zu wenig Upstream-Projekte, die für S390X enabled sind, beziehungsweise wo sollen wir überhaupt die ganzen Testsysteme hernehmen. Inzwischen gibt es über GitHub Actions die Möglichkeit, emulierte Systeme bzw. auch richtige Mainframe-Hardware hinten dran einzubinden für S390X. Aber wir sind auch dran, Leute mehr einzubinden von Upstream. Nachdem es in der vor mehr als 2,5 Jahren immer wieder auch Upstream negatives Feedback gibt, haben wir jetzt inzwischen geschafft, dass wir schnelleren Support über unsere Mailingliste anbieten können. Wir können die Build-Issues anderer Linux-Distributionen reproduzieren. Ein IBM Distinguished Engineer ist auch mit in unserer Linux-Distribution Working Group und reagiert auch auf die Entwicklungsprobleme. Auf diese Weise können wir solide Lösungen auch für Upstream innerhalb von Stunden oder weniger Tage verfügbar machen, können es in unseren Linux-Distributionen vergleichen und testen
und auch dann gegenseitig approven. Und auf diese Art und Weise teilen wir auch unsere eigenen Erfahrungen und Lösungen untereinander. Somit haben wir auch alle mehr Zufriedenheit und können auch schneller miteinander entwickeln. Eben oder vorhin habe ich schon gesagt, es gibt die Linux One Open Source Software Community Cloud beziehungsweise die Linux One Community Cloud. Es gibt zwei Versionen. Die eine ist für Leute, die nur kurz mal was testen und entwickeln wollen. Das ist die 120-Tage-Version für Entwickler, Studenten und Professoren. Das heißt, man sucht sich eine Linux-Distribution aus, kriegt eine VM mit SSH-Zugang für 120 Tage entwickelt und danach wird der ganze Account wieder gelöscht. Hinweis, der Account kann wieder erstellt werden und damit auch nochmal verlängert werden. Für Open-Source-Projekte gibt es aber auch Langzeitzugriff. Das heißt, es gibt auch noch die Linux One Open-Source-Software-Community-Cloud für Open-Source-Projekte. Und OpenSUSE beispielsweise, da haben wir 7 VMs, die im Team verteilt werden, beziehungsweise die VMs werden auch für Hackathons genutzt. Das Einzige, was man braucht, um so Langzeitzugriff zu bekommen, ist irgendeine Open-Source-Projektreferenz. Das heißt, man ist in einem Projekt-Member, will etwas enablen oder testen und über längere Zeit maintainen, dann bekommt man auch über diesen Virtual Machine Request hier unten eine VM bereitgestellt. Bei den Linux-Distributionen gibt es momentan nur die Wahl zwischen Ubuntu, RHEL und SLES, weil das die offiziell supporteten Linux-Distributionen sind. Aber kleiner Hinweis, nachdem SLES auf OpenSUSE basiert und wir auch die identischen Pakete nutzen, kann man auch auf OpenSUSE upgraden, wie wir das so schön sagen. Da haben wir in unserem OpenSUSE C-Systems-Wiki einen Artikel geschrieben, wie man in der Linux One Open Source Software Community Cloud dann von SLES auf OpenSUSE upgraden kann. Und seitdem haben wir auch OpenSUSE Tumbleweed und OpenSUSE Leap zur Verfügung. Diese Zusammenarbeit hat natürlich auch einen Benefit für uns alle. Unsere Beiträge sind upstream alle verfügbar. Die Community-Distributionen, die die Linux Distribution Working Group gegründet haben, sind alle Upstream-Distributionen. Daher haben wir den Upstream-First-Gedanken. Das heißt, wir arbeiten eng mit den Upstream-Projekten zusammen, contributen überall und wir schauen, dass unsere Ideen und Beiträge auch überall integriert werden. Dadurch, dass wir zusammenarbeiten, gibt es natürlich auch niedrigere Kosten in der Forschung und Entwicklung, nicht nur für IBM, auch für unsere Communities. Stellt man sich einfach mal vor, ein oder zwei Entwickler innerhalb einer Linux-Distribution, die die einzigen Experten fürs Mainframe sind, müssen an einer Lösung alleine tüfteln, ohne Zugriff auf andere Unterstützung zu haben. Da muss man dann massenhaft Zeit investieren. Arbeitet man zusammen, profitiert von der Erfahrung anderer Linux-Distributionen von Leuten, die vielleicht schon 20, 30 Jahre in dem Feld aktiv sind, dann profitieren alle. Man lernt von den Fehlern anderer, bekommt Erfahrung anderer Linux-Distributionen beziehungsweise auch von IBM. Man unterstützt sich, entwickelt gemeinsam. Am Ende profitieren alle und es gibt weniger Kosten und wir können uns auch auf unsere richtigen Berufe, nachdem viele von uns Volunteers sind, dann konzentrieren, sage ich einfach mal so. Schlussendlich gibt es dann auch gleiche Lösungen für alle Linux-Distributionen. Wir teilen unser Wissen zwischen den Communities. Es gibt eine wachsende Innovation. Jede Linux-Distribution denkt ein bisschen anders, hat andere Anforderungen. Dementsprechend
bringen wir dann unsere Ideen zusammen und finden dann auch gemeinsame Lösungen. Wir tauschen uns auch immer mehr aus. Bei den Chemnitzer Linux-Tagen gab es beispielsweise jetzt auch einen Austausch zwischen Debian und OpenSUSE, wie wir unsere Prozesse vereinheitlichen könnten oder was die eine Distribution von der anderen lernen kann. Wir kommen einfach immer näher zusammen. Am Ende gibt es auch eine bessere und schnellere Linux-Entwicklung bei den einzelnen Ports und auch glücklichere Entwickler. Da haben wir beispielsweise auch letztes Jahr so Interviews gehabt und auch der Distinguished Engineer Ulrich Weigand hat strahlende Augen bekommen. Vor 2,5 Jahren hätte er nie gedacht, dass man so zusammenarbeiten kann. So zusammenzuarbeiten macht einfach viel mehr Spaß. Hinweis in diese Richtung auch noch, das gibt es nicht nur im SV90X-Umfeld. Beim Linux-Kernel beispielsweise gibt es gemeinsame Mailinglisten, wo man zusammenarbeitet und sich austauscht. Richtung Security gibt es gemeinsame Mailinglisten. Wie ich im Auslandssemester in England war und beispielsweise jemanden von Red Hat getroffen habe, den Security-Chef, der hat auch gesagt, ich arbeite super gerne mit SUSE zusammen auf Community-Level, beziehungsweise, dass wir unsere Enterprise-Security-Fixes dann korrekt live bringen. Ich will das sogar noch weiter verbessern. Wie es aussieht, es geht einfach. Richtung Kunden hin wird zwar repräsentiert, wir sind Konkurrenz auf Enterprise-Level, aber im Hintergrund auf Community-Level kann man zusammenarbeiten. Und das ist ein super Vorteil für alle, sage ich einfach mal. Auch als Kunde muss man sich weniger Sorgen machen. Genauso im ARM-Umfeld gibt es eine ähnliche Mailingliste. Und so kann man auch distributionsübergreifend zusammenarbeiten. Wie ich schon gesagt habe, es gibt auch Vorteile im Enterprise-Umfeld. Wie ich jetzt auf einer IBM-Konferenz in Barcelona war, hieß es auch von Red Hat Seite aus, diese Linux Distribution Working Group muss weiter existieren. Wir wollen, dass auch Community und alles unterstützt wird. Ja, Beiträge aus den Communities erreichen auch die Enterprise Linux Distributionen. Vorhin haben wir das schöne Bild gesehen, wie Red Hat auf Fedora aufbaut und SUSE auf OpenSUSE aufbaut. Und dementsprechend werden auch so die Grundlagenpakete von den Community Distributionen in den Enterprise Distributionen aufgenommen. Nicht alle. Bei OpenSUSE gibt es sogar Absprachen mit SUSE, was in SLES aufgenommen wird, aber im Hintergrund wird das gerne praktiziert und die Enterprise-Distributionen freuen sich über alle Community-Beiträge. Genauso unsere Tests, die wir mit OpenQA durchführen. Nachdem in den Upstream-Distributionen so viele Tests durchlaufen werden und genauso auch in den Upstream-Projekten, ist es natürlich am Ende auch ein Vorteil für die Enterprise-Releases, dass vorher alles gründlich schon in den Community-Projekten getestet wurde und hinterher man sich im Enterprise auf die Stabilität dann konzentrieren kann. Und dementsprechend gibt es dann auch eine bessere Stabilität durch die Tests in allen Linux-Distributionen. Letztes Jahr wurde ich auch auf einigen UN-Konferenzen angesprochen, was ist da überhaupt gerade im Enterprise-Bereich los? Für wen soll ich mich entscheiden? Ich bin zwar nur Community-Member, aber wenn man sich das jetzt anschaut, wie man untereinander besser zusammenarbeitet und dass man dann auch die Tests überall durchführt und die Patches überall identisch hat, am Ende sind es die Versionsnummern, die die ganzen Enterprise-Distributionen unterscheiden aus meiner Sicht. Die Red Hat und SUSE nutzen auch die Upstream-First-Prinzipien und da kann ich einfach sagen, schaut euch an, wie die Enterprise-Distributionen auch zu den Communities beitragen
und entscheidet euch einfach danach, wer auch wirklich offen und ehrlich miteinander kommuniziert. Und am Ende kriegt man eigentlich den Support für das, was eigentlich auf Community-Level plus Enterprise-Level zusammen entwickelt wurde. Ich empfehle als Community-Member selbst keine der Enterprise-Distribution, aber ich habe einfach die unterschiedlichen Entwicklungssituationen momentan in den Händen. SUSE ist jetzt eigenständig, Red Hat ist in IBM-Händen. Beide tragen eine Upstream bei. Canonical gibt es natürlich auch noch. Die nehmen eher die Pakete von Debian, als überall beizutragen, sage ich einfach mal. Aber eigentlich diese Upstream-First-Gedanken sind eigentlich fast überall da, und dementsprechend, wenn man sich anschaut, was gerade so auf dem Markt passiert, kann man dann darauf basiert seine Meinung in diese Richtung bilden. Dementsprechend kommen wir jetzt auch Richtung Ende, aber ein kleiner Hinweis, falls ihr nicht genug in diese Richtung gekommen habt und wissen wollt, wie man in so eine Rolle reinwachsen will, in der ich inzwischen bin. Ich habe jetzt am 11. April meinen zweiten Vortrag in Österreich, How I Grew to Become an Open Source Contributor. Das ist online und von der Google Developer Group Women Tech Makers in Salzburg, halt auf meetup.com. Mein Lebensweg hat nicht direkt in der Entwicklung angefangen. Ich habe im Bereich Dokumentation und Übersetzung angefangen, bin über Teamlead-Ebene der Übersetzung dann Richtung Release-Engineering-Team reingewachsen, war am Anfang Fachinformatiker, bin dann während meines Studiums Boardmember und Ähnliches geworden. Dementsprechend in diesem Vortrag kann ich so einen Überblick geben über alle Rollen, die es so in der Linux-Distribution gibt, wo ich überall reingeschnuppert habe, Qualitätssicherung, sonst was alles und wie ich dann Open-Source-Contributor geworden bin. Jetzt kommen wir zu den Fragen. Gibt es Fragen? Ja? Da ist ein Mikro. Die Enterprise-Lösungen bzw. die Firmen, die hinter den Enterprise-Operating-Systemen stehen, bauen auf den Communities auf. Geht die Hilfe auch in beide Richtungen, dass die Enterprise-Lösungen wie zum Beispiel SUSE bei OpenSUSE und Red Hat bei Fedora auch in diese Richtung unterstützt, oder ist es mehr in die andere Richtung, dass die Open-Enterprise-Lösungen auf den Communities aufbauen? Deshalb habe ich auch diese Folie von Anfang gerne immer wieder mit dabei. Ups, genau diese Folie. Red Hat trägt natürlich auch zu Fedora bei, genauso SUSE zu OpenSUSE. Durch dieses Upstream First gibt es die Regelung, dass bevor ein Patch in SUSE Linux Enterprise kommt, dass es in OpenSUSE Tumbleweed getestet sein muss. Dementsprechend geht es auch in die Community-Distribution rein. Genauso gibt es solche Regelungen bei Red Hat. Kleiner Hinweis, irgendwie gibt es bei Red Hat und Fedora ein bisschen mehr Bürokratie als bei OpenSUSE. Manche Red Hat Mitarbeiter wurden nicht sofort von Fedora akzeptiert als Member. Da gab es ein bisschen mehr Bürokratie manchmal. Dementsprechend muss man dann Umwege finden als Unternehmen, damit es dann akzeptiert wird. Da ist die Bürokratie bei OpenSUSE ein bisschen niedriger. Bei Ubuntu, da kenne ich ein OpenSUSE-Member, der sogar bei Ubuntu Member geworden ist und in dem Interviewprozess
ist ein Canonical-Mitarbeiter rausgeflogen im Prozess, Member zu werden. Das war richtig lustig. Ein OpenSUSE-Member wird Ubuntu-Member, aber ein Canonical-Mitarbeiter darf kein Ubuntu-Member werden. Das heißt, überall gibt es da ein bisschen Bürokratie und auch bei unserer Linux Distribution Working Group, Ubuntu ist die Linux-Distribution, die am wenigsten an unseren Meetings teilnimmt. Kleiner Hinweis nur. Das heißt, wir kriegen fast kein Feedback von denen, aber wenn mal bei Debian aus Versehen der Patch nicht integriert wurde, den wir vor einem halben Jahr veröffentlicht hatten, dann schreien die auf, Ubuntu braucht und Support, warum funktioniert das nicht? Wir geben denen den Patch und weg sind sie. Dementsprechend, kleiner Hinweis, meine Favoriten bei den Enterprise-Distributionen sind eher SUSE und Red Hat. Ich habe gute Partnerschaften mit denen, krieg von beiden Seiten Unterstützung. OpenSUSE war in den letzten Jahren wenig priorisiert bei IBM. Ich glaube, man versteht auch den Grund. Aber wenn ich dann beim Executive von Red Hat dann meine Probleme geschildert habe, sind meine Wünsche als Community-Wünsche an IBM weitergeleitet worden und die Probleme waren behoben. Das ist so mein Prozess, den ich nutze, wenn ich als OpenSUSE-Member Sachen nicht sofort gefixt bekomme. Aber ja, Red Hat unterstützt alle auch auf Community-Ebene. Das Schöne ist, OpenSUSE und Fedora haben sogar so eine Partnerschaft, dass wir uns gegenseitig bei den Konferenzen sponsoren. Das heißt, Geld von Red Hat fließt über Fedora an OpenSUSE, Geld von SUSE fließt über OpenSUSE an Fedora. Wir unterstützen uns gegenseitig und auf Community-Ebene sind wir Freunde und Partner, sage ich einfach mal. Und ich kann eigentlich auf alle Enterprise-Distries zugehen und sagen, ich bräuchte da und da Unterstützung und ich bekomme das auch. Auf jeden Fall, Unterstützung gibt es hauptsächlich bei Red Hat und SUSE zu den Open-Source-Projekten, bei Ubuntu mit Canonical. Die machen was Richtung Security und Kernel-Entwicklung und ähnliches, aber so bei den ganzen Datenbank-Upstream-Projekten und ähnliches, da wollen die lieber die von Community-Seite Support haben. Da ist noch eine Frage. Weil ich mich auf die Z-Systems eigentlich gar nicht auskenne, Linux auf Z heißt in den VMs, oder? Also drunter bare metal rennt immer noch quasi von IBM ein System und dann in den VMs kann ich quasi Linux betreiben, oder? Man kann auch Linux direkt auf der LPA, der logischen Partition, laufen lassen. Das heißt, man kann direkt auf der Hardware auch Linux laufen lassen, KVM und nochmal Linux. Das geht auch. Das heißt, man kann es sich frei aussuchen, will man ZOS oder Linux als Grundlage haben. Genauso ZVM, was halt auf ZOS basiert. Obendrauf Linux oder direkt auf der Hardware, auf der LPA, wie es so schön heißt, die Logical Partition, auch direkt Linux. Man kann sich's frei aussuchen. Und wenn ich da jetzt, also was wäre jetzt meine Motivation, um zu sagen, ich will in dieses Universum einsteigen? Also warum sollte ich mich für Z-Systems interessieren? Da werde ich auch öfters gefragt, warum hast du dich dafür entschieden? Ich habe gesagt, ich will einfach mal was Neues ausprobieren, nicht nur in dieser x86-Welt leben, auch nicht nur mit Embedded Systems ein bisschen herumspielen. Irgendwie habe ich mich für alle Systeme, die es gibt, einfach interessiert. Und da gehört einfach auch das Mainframe dazu. Man kann auch verrückte Sachen mit dem Mainframe machen, sage ich einfach mal. Was speziell auch das Mainframe betrifft, du kannst ja auch viele Betriebssysteme parallel laufen lassen auf einem System. Wir haben am Anfang gesehen, tausende von VMs oder ähnliches. Man kann
das Mainframe steht für Hochverfügbarkeit und ist eigentlich das ausfallsicherste System. Dementsprechend kannst du dann auch ein bisschen Unfug darauf machen, Kubernetes, sonst was alles drauf laufen lassen. Ich habe meine Bachelorarbeit über Kubernetes auf dem Mainframe geschrieben, Emulation, sonst was alles gemacht während dieser Zeit. Mehr Unfug und kreative Ideen kann man eigentlich auf kaum einer anderen Hardware machen, sage ich einfach mal. Außerdem, ARM entwickelt genug für die Community von sich aus, sage ich einfach mal. Die unterstützen eigentlich alle Grundlagen-Linux-Distributionen. Beim Mainframe, bei den Community-Distributionen hat einfach die Manpower gefehlt und unser Release-Engineer hat gesagt, Sarah, uns fehlen die Leute dort, du darfst nicht nur Paketierung machen, du wirst gleich der Release-Engineer dafür. Du kriegst die komplette Verantwortung für die Architektur. Einfacher kommt man nicht an die Verantwortung, sage ich einfach mal. Und ich gehe stark davon aus, das gilt für jede Linux-Distribution, dass da ein bisschen die Manpower bei S390X fehlt. Und man lernt viel dazu. Also die Mainframe-Architektur, da kann man richtig viel lernen. Deshalb habe ich am Anfang dieses Open Mainframe Project Education Projekt als Referenz gebracht. Dieses Gitbook ist Gold wert, sage ich einfach mal. Die ganzen Video-Tutorials, die integriert sind, Referenzen zur Architekturerklärung, sonst was alles, was da integriert ist, echt top. Ja, wie es aussieht, wir haben jetzt auch gleich 45 erreicht. Wir sind gut in der Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche noch einen schönen Tag.